Die Aktienmärkte sind ganz schwer ins Jahr 2022 gestartet. Wir sind jetzt Mitte, Ende Januar 2022. Der Nasdaq ist gut runtergekommen vom All-Time-High. Wir haben sogar gewisse markante Marken jetzt gestern Abend durchstoßen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Und um diese Frage mit Fakten zu untermauern, habe ich mir einmal mehr unseren lieben Stefan bei uns, er ist Head Coach bei mir in der Investorenausbildung, hier auf den Kanal eingeladen. Stefan, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Flo, Servus, hi, freut mich wieder hier dabei sein zu dürfen. Und wie du schon richtig sagst, es ist höchst spannend momentan. Wir erleben eine interessante Marktphase und darüber lass uns doch gleich mal einfach loslegen und einfach sprechen, hätte ich gesagt, ne? Genau, und bevor ich das aber tue, Stefan, würde ich trotzdem noch mal kurz mit dir rückblicken wollen, damit wir ein großes Bild aufs Ganze bekommen. 2021 war ein tolles Jahr. Also der S&P ist ja, glaube ich, 20, fast 30% gestiegen. Irgendwo dazwischen sind wir gelandet. Das Lustige ist aber, wenn man da mal genau hinschaut, ist zum Ende des Jahres sind viele Aktien abverkauft worden und nur aufgrund von ein paar großen Playern hat sich der Index so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Wir hatten ja ziemlich genau heute vor einem Jahr einen Jahresausblick für unsere Kunden ganz exklusiv gemacht. Willst du uns da mal kurz mit auf deinen Bildschirm nehmen, Stefan? Denn wir haben natürlich auch kritisch, gehen wir mit uns selbst immer um, was trifft zu, wo machen wir Fehler und was funktioniert ganz einfach. Und da wollen wir ganz transparent euch mitnehmen und zeigen, was da letztes Jahr bei uns alles funktioniert hat. Stefan, ich würde sagen, gib du einfach mal deinen Bildschirm frei, oder? Ja klar, ich würde sagen, lass uns einfach loslegen, Flo. Und wie du schon richtig sagst, auch wir werfen einen kritischen Blick, ja, auf uns. Und wir möchten euch einfach mal zeigen, was wir letztes Jahr mal so kurz für Annahmen getroffen haben im Jahr 2021, was denn zugetroffen hat und was nicht zugetroffen hat. Ja? Und da wollen wir einfach mal kritisch mit uns selbst auch sein. Und deswegen starte ich einfach mal, um für jeden Einzelnen mal so einen Überblick zu geben, über was es bei uns eigentlich ging im Jahresausblick und wie unsere Kundinnen und Kunden zum Teil auch groß profitieren konnten. Aber auch manches Mal zum Teil, das darf man auch fairerweise sagen, ja, bei ein oder zwei Sachen, die noch nicht so ganz liefen, ab und zu mit uns ins Gespräch kamen. Aber das gehört ja auch dazu. Ne? Denn die Diskussion lebt davon, dass wir miteinander sprechen. Und deswegen lass uns den kritischen Blick starten. Deswegen kurzer Überblick zu unseren Annahmen vom letzten Jahr. Also letztes Jahr haben wir gesagt, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit, und wir sehen mittlerweile die Tendenzen, diese sogenannte Stagflation auf uns zukommen wird. Nochmal kurz zur Wiederholung. Stagflation ist eine stagnierende Wirtschaftsleistung mit einer steigenden Inflation. Wir sehen es mittlerweile auch immer mehr, dass das tatsächlich auch, dass wir vielleicht schon mittendrin sind in dieser Phase, denn die Wachstumsprognosen werden immer mehr nach unten revidiert. Die Inflationsprognosen wurden immer stärker angehoben im Jahr 2021. Das ist so grundsätzlich mal die stagflationäre Form. Was noch ein Stück weit fehlt, ist der Arbeitsmarkt. Den werden wir mal beobachten in den nächsten Monaten und vielleicht auch im nächsten Jahr. Denn die Stagflation ist auch noch geprägt von der vermeintlich hohen Arbeitslosigkeit. Aber we will see, das ist das letzte Körnchen oder der letzte Baustein, der fehlt, der aber momentan sehr, sehr, ja, stark zutreffend ist, diese Stagflation. Dann haben wir auch gesagt, dass die Inflation kommen wird und die wird kommen und stärker ausfallen als erwartet. Wir haben uns ja letztes Jahr auch erinnert, immer wieder an die Aussagen der Notenbanker, temporary, transitory, vorbei. Wir haben uns zu uns in Kundinnen und Kunden immer gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Auch wir haben keine Garantie, aber die Messwerkzeuge, die wir eben hatten, zeigten uns einfach an, dass das Inflationsthema gekommen ist, um zu bleiben und stärker ausfallen wird, als viele erwarten. Auch das kam in dem Ausmaß mit dazu. Dann haben wir gesagt, vor allem, weil es war ja nach Corona, ne, diese Phase, also nach dem Jahr 2020, da waren viele Kundinnen und Kunden bei uns auch beim Thema, ja, Crash und was ist denn und so weiter und so fort. War Wir das dann haben nicht gesagt, auch, dass da Delta wieder hochkam oder so? Ne? dann Das war kamen doch. ja die ganzen neuen Ja. Variationen kamen hoch und es wurde immer wieder gespielt und ein neuer Lockdown und dieses, jenes, solches. Das brauche ich sich nicht wiederholen. Das ist, läuft über die Dauerschleife sonst woanders, aber nicht hier. Und deswegen haben wir auch gesagt, Leute, es wird kein Crash kommen, denn der Aktienmarkt ist ein Stück weit abhängig von der Liquidität, das heißt ein Stück weit eigentlich nur abhängig von der Liquidität. Und solange das Wasser fließt in Form von Geld, wird auch kein Crash an den Aktienmärkten kommen. Und das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Auch, das hast du vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn unter der Oberfläche bereits so ab dem
dritten, vierten Quartal es bereits geknirscht hatte, da nur noch die großen Player, Apple, ja, Microsoft, Google, Nvidia, Facebook und so weiter, den Markt gehalten haben. Mhm. Sehen wir momentan so ein kleines Umkehren vermeintlich, in Anführungszeichen, aber wir fangen erst an. Das soll ein Thema von Jahresausblick auch sein, 2022. Mhm. So, also diese Punkte waren von uns kommuniziert und auch so eintreffend. Mhm. Wo wir, oder vor allem auch ich, sehr, sehr bullish bin und war und immer noch bin, war bei Gold und Silber. Und da lagen wir tatsächlich, das ist der kritische Blick auch, leider noch daneben. Mhm. Wir haben zwar klare Marken definiert, da komme ich dann später auch nochmal zurück, aber leider hat halt Gold und Silber noch nicht so performt, wie wir uns das vorstellen. Was nicht ist, kann aber noch werden. Deswegen habe ich hier ein Noch dahinter. Mhm. Dann haben wir auch zudem gesagt, dass der Dollar schwächer wird. Ist noch nicht eingetroffen. Betonung liegt auch auf, Klammer auf, noch nicht. Dollar, vor allem im Bereich diesen sogenannten DXY, das ist dieser Dollar-Index mit verschiedenen Währungen drin. Auch da sehen wir mittlerweile interessante Tendenzen, aber auch einen Punkt für den Jahresausblick. Mhm. Dann haben wir gesagt, dass wir eine Riesenchance in die Emerging Markets sehen. Auch hier ist diese Chance abhängig gewesen vom US-Dollar. Das heißt also, wir haben in Teilen der Emerging Markets, allen voran in manchen Unternehmungen aus China, starke Abverkäufe dann gesehen, wegen der Politik. Aber es wird jetzt immer interessanter, das will ich ganz klar sagen. Denn Emerging Markets hat nicht nur einen großen Vorteil in Form von der Demografie im Verhältnis zu westlichen Nationen, sondern auch im Bereich von der Verschuldung. Auch das ist ja auch differenziert zu betrachten, weil China ist natürlich abverkauft worden, ja, mehr politisch. Ja. Wenn man jetzt allerdings nach Russland schaut, gab es da doch ein paar Sachen, die sich interessant entwickelt haben. Absolut. Eher rohstofflastig, ne? Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja. Aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Punkt per se falsch war. Du sagst es schon richtig, das ist ja differenziert, denn auch Taiwan Semiconductor zum Beispiel, ja, auch ein tolles Unternehmen, hat sich super gehalten und ist, hat sich super entwickelt, muss man auch dazu sagen. Ne? China war nicht gut, alle anderen Emerging Markets, wie du es vorhin schon gesagt hast, Russland mit Gas, ne? Also Gazprom zum Beispiel, war bombastisch. Dann haben wir auch gesagt, dass die Chance auf eine Outperformance von Bitcoin und Rohstoffen sehr gut steht oder stand. Ja. Und zudem haben wir auch gesagt, dass Regierungen immer mehr an Macht gewinnen werden, was sich langfristig negativ auf das Wachstum auswirken wird. Das waren alles Aussagen von uns, die wir getroffen haben, die zum Großteil eingetreten sind. Gold und Silber, Dollar, machen wir noch ein Noch dahinter. Ja. Ja. Und das waren unsere Aussagen der letzten Jahres, wo wir auch mit Zahlen, Daten, Fakten untermauert haben. Mhm. Lass mich da nochmal kurz ein paar Folien zeigen zum Kurzüberblick. Mhm. Ich habe jetzt mal kurz zusammengefasst, was jetzt letztes Jahr passiert ist. Und zwar der breit angelegte S&P oder der Nasdaq zum Beispiel sind um roundabout 30% gestiegen. Der Rohstoff-ETF wiederum, jetzt hier zum Beispiel, das ist der Goldman Sachs Rohstoff-ETF. Mhm. Der ist dementsprechend um 38% gestiegen, das passt. Dann haben wir gesagt Bitcoin als Beispiel. Ne? Auch da aber lag die Performance, wie wir alle wissen, unter großen Schwankungen. aber von Jahr zu Jahr, so Year to Day, also Year to Year, bei 43% oder 44% knapp, hat auch gepasst. Dann der kritische Blick, natürlich Gold zum Beispiel. Wir gingen davon aus, dass Gold sich schon auf den Weg machen wird, haben aber ganz klar die Marken abgesteckt und haben gesagt, solange nicht über 1.170 Dollar der Anstieg ist, ist die Gefahr da, dass wir bis auf 1.750 fallen. Es hat uns nicht gefallen, dass es tatsächlich diesen Weg sogar bis auf 1.680 nochmal gemacht hat. Ja. Aber es ist so, wie es ist. Die Marken waren abgesteckt und sie wurden leider nicht übertroffen. Aber wir haben uns schon ein Stück weit noch mehr, ich will es nicht sagen erhofft, aber wir hatten mehr Potenzial gesehen in dem Bereich. Mhm. Silber natürlich ähnlich. Da war es auch so, da haben wir auch gesagt, dass es bis zu, wenn es über 27 Dollar steigt. Jetzt bist du noch auf dem Goldchart, glaube ich. Ja, ich habe gerade gesehen, den Silberchart habe ich jetzt gerade nicht dabei, das erwähnt haben. Ne? Da haben wir auch gesagt, dass es bis auf 27 Dollar oder über 27 steigen muss. Mhm. Ansonsten sind wir beim Rücklauf mit 21, 22 Dollar. Ja. Ne? Ist ja, ich würde es nicht sagen, parallel zu Gold zu sehen, aber ähnlich. Ja, richtig, richtig. Und dann noch zum letzten Punkt, das Thema Inflation. Schaut her, da haben wir hier von Statista noch eine Auswertung dabei aus der USA. Auch hier sehen wir, dass die Inflation von 1,2% im November 2020 bis auf minimalen 6,8% gestiegen ist. Und mal schnell verfünffacht, ne? Genau. Ganz leicht verfünffacht. Und das sind halt die Punkte, die wir da angesprochen haben.
im letzten Jahr, wovon unsere Kundinnen und Kunden auch profitiert haben. Und ja, das ist Fakt gewesen im letzten Jahr. Danke für den kritischen Rückblick. Also ihr seht, liebe Zuschauer, dass bei Weitem nicht immer alles funktioniert. Das muss man auch, ehrlich gesagt, auch mit einem realistischen Auge betrachten. Und ich bin mir heute schon sicher, dass wir 2022 wieder Fehler machen werden und die Folgejahre darauf auch. Aber es geht nicht darum, hier eine zu 100% korrekte Sache zu machen, denn aus meiner Sicht ist es unmöglich, sondern es geht darum, einen unter Daten und Aspekten, also Daten zugrunde legenden, richtige Aussage zu treffen und dann, wenn Sachen nicht eintreffen, dennoch kein Vermögen zu verlieren. Darum geht es, sondern sein Vermögen in jeder Situation zu behalten und dann opportunistisch zu reagieren, wenn die Sachen eintreffen. Und da haben wir dieses Jahr oder beziehungsweise im Jahr 2021 extrem tolles Feedback bekommen. Ich habe die Investorenausbildung bei Florian Günther gemacht. Seit circa 3 Monaten habe ich eine Rendite von 25% auf mein eingesetztes Kapital erwirtschaften können. Und ich habe nie das Risiko eines Verlustes gehabt. Als erfahrener Aktienanleger dachte ich, ich kenne alles. In meinem Fall habe ich tatsächlich die letzten 7 Monate sogar etwas mehr gemacht. Ich bin voll und ganz zufrieden mit der Investorenausbildung. Es ist eine sehr fundierte, sehr gut durchdachte Ausbildung. Dieses Konzept entspricht eigentlich genau den Voraussetzungen, die ich an der Investition habe. Aber was ich in der Ausbildung nochmal gelernt habe, hat mein Horizont nochmal erweitert. Diese Ausbildung ist jeden einzelnen Cent wert. Die Investorenausbildung kam wie gerufen. Und ich kann es nur empfehlen, weil man wird da einfach abgeholt, wo man gerade steht. Ich habe einen großartigen Begleiter und Ausbilder gefunden in Florian, der für mich extrem erfahren ist. Macht es, es macht Spaß. Was mir auch wichtig war und ist als Kunde, dass man nach der Ausbildung nicht alleine gelassen wird. Und da haben wir so richtig gutes Feedback bekommen, da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und auch dieses Jahr bereiten wir uns natürlich wieder darauf vor. Wir haben jetzt bereits unsere Kunden eingeladen für den 30. Januar. Da wird es unseren großen Jahresausblick geben. Das ist ein vollumfassender Jahresausblick. Wir betrachten nicht nur die Aktienmärkte, wir betrachten den gesamten Finanzmarkt, weil immer die Sachen einhergehen. Also du kannst nicht über Aktien sprechen, wenn du keine Ahnung von Inflation und Zinsen hast, wenn du die Rohstoffe nicht mit im Blickpunkt behältst oder die neuen Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel Kryptowährungen, Blockchain-Thematiken, solche Themen. Und das wird bei uns Punkt für Punkt dezidiert abgearbeitet mit ganz klaren Marken. Wir legen uns fest, auch unter der Gefahr hin, dass wir falsch liegen. Du siehst, wir waren im letzten Mal mehr richtig als falsch gelegen. Und wenn du wissen möchtest, wie du dich jetzt für 2022 aufstellen kannst, welche Erwartungen da sind und warum das auch so ist, also sehr, sehr fundiert, dann trag dich bitte für dieses Webinar ein. Wir haben uns dieses Jahr erstmals dazu entschlossen, das für alle Zuschauer frei zu geben. Natürlich haben unsere Kunden Vorrang. Der Platz, das ist ein technischer Raum, also ein Webinar, der ist begrenzt. Wir haben nicht unendlich Platz. Und wir werden als erstes die einladen, unsere Kunden, danach alle anderen. Und wenn du da eben dir einen Platz sichern möchtest, dann lade ich dich dazu ein, das Ganze jetzt zu tun. Es gibt hier keine Garantie auf Plätze, das will ich gleich dazu sagen. Stefan, kannst du uns schon ein bisschen, ich weiß, du arbeitest da schon jetzt seit 2-3 Wochen an diesem Thema, ein bisschen was vorneweg geben? Klar, du hast natürlich auch nicht, oder wir haben natürlich auch nicht die Glaskugel, aber gibt es irgendwas, was du uns jetzt schon mitgeben kannst für 2022? Ja, natürlich. Und du hast vorhin ein paar Schlagworte genannt oder möchte ich ein Schlagwort noch ergänzen? Du hast gesagt, man kann nicht über Aktienmärkte sprechen, wenn man die Systematik im Bereich von Geldmenge, Zinsen und so weiter oder Inflation nicht ganz umreißt. Lass mich aber noch einen Punkt mit reinbringen. Und das ist am Ende, oder 2 Punkte, sorry, erweitere mich. Das ist einmal der Punkt Bewertungen und einmal der Punkt Range, Spanne. Mhm. Und wenn man diese beiden Punkte noch miteinander verbindet, hat man große Treffsicherheiten für eine langfristige Investition. Das kann kurzfristig mal, Schwankungen geben, das wissen wir. Aber wenn langfristig der Trend richtig ist, dann sind wir auf der Gewinnerseite. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, denn ich habe das jetzt hier verfasst über der Unterschrift oder mit der Überschrift so rum, dass eben Bewertungen
Bewertungen am breiten Aktienmarkt von Amerika am Anschlag sind. Und ich habe jetzt hier den uraltbekannten, den kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, Buffett-Indikator mit mal dabei. Aber mir geht es ja nicht darum, dass der Buffett-Indikator seit Jahren im Verhältnis zu der eigentlichen Aussagekraft höher ist. Das wissen wir alle. Mhm. Aber die Sache ist halt die, wie hoch will es denn gehen? Mhm. Wir können natürlich darüber reden, reden wir von 300% der Wirtschaftsleistung, reden wir von 400% der Wirtschaftsleistung im Aktienmarkt. Lass es mich klar sagen, in der Theorie ist alles möglich. Mhm. Aber die Frage ist doch, ist es auch in der Praxis anwendbar? Mhm. Denn wenn wir jetzt, und da haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, in dieser Stagflationsphase, ne, wird es eine große Gruppe geben an Anlegern, die wahrscheinlich viel Geld verlieren wird, real betrachtet. Und das können zum Beispiel ETF-Anleger sein, die heute Buy and Hold betreiben auf den globalen Aktienmarkt mit Fokus auf Amerika. Mhm. Ich werde da auch im Jahresausblick im Detail drauf eingehen für das Jahr 2022. Und werde aber auch Chancen zeigen. Aber wenn ich jetzt nochmal zum Buffett-Indikator zurückgehe, da sehen wir hier eben diesen, der war vor einem Monat noch bei 220% oder 220%. Jetzt sind wir bei 206%. Mhm. Wo er dann am Ende auslaufen wird, da habe ich auch eine Idee, die werde ich auch im Jahresausblick nennen. Ja, die Frage ist halt nur, wie ist der Weg dahin? Und da werden wir gemeinsam sprechen und werden es auch detailliert im Jahresausblick mit benennen. Mhm. Das ist ein Indikator, der uns eben anzeigt, dass die Bewertungen aktuell am Anschlag sind. Mhm. Untermauert mit dem Ganzen ist es ja, und auch sehr, sehr, sehr entscheidend, was macht die Notenbank? Mhm. Denn wenn die Notenbank, und das ist ein wahnsinnig interessantes Ratio, deswegen sage ich hier Range, also die Spanne. Ne? Mhm. Hier habe ich das Dow Jones zu Nasdaq Ratio. Und wir sehen hier, dass Bewertungen am Aktienmarkt, ne, deswegen noch, erinnert euch nochmal an die vorherige Folie, wieder in den Vordergrund rücken können, werden, das werden wir sehen im Jahresausblick. Mhm. Denn wenn ich jetzt mir hier das Dow Jones zu Nasdaq Ratio anschaue, dann sehen wir, dass wir hier zwei Spitzen haben. In der aktuellen Spitze befinden wir uns und in der vorherigen Spitze waren wir im Jahr 2000. Wir waren damals 2000, das darf man auch sagen, nicht aktiver Markt, noch nicht so, ne? Aber ja, damals ist es auch schon, dieses Mal ist alles anders. Schaut euch dazu mal alte Videos an, die Tech-Sachen werden alles überholen, es wird alles explodieren, alles ist toll. Lasst es mich klar sagen, Tech wird das beherrschende Thema sein. Aber die Frage ist doch immer am Ende des Tages, zu welchem Preis geht man rein? Richtig. Und wenn man eben aktuell ein Ratio hat vom Nasdaq zum Dow Jones auf diesem Niveau wieder, da stellt sich doch dann wirklich die Frage, muss ich jetzt Tech kaufen oder nicht? Auch da gehen wir im Jahresausblick drauf ein. Mhm. Der nächste Punkt ist, und für mich auch der sehr entscheidende Punkt, die Anleiherenditen. Also das ist hier die US-10-jährige Staatsanleihe. Mhm. Die plant vielleicht, das werden wir sehen, ne? Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, deswegen hier Fragezeichen. Mhm. Die plant vielleicht den Ausbruch nach oben. Zinsen steigen, Fed hat es angekündigt, sie möchten die Zinsen erhöhen, sie möchten Anleihekäufe reduzieren oder stoppen und Bilanz reduzieren. Ja. Das riecht danach, dass etwas passieren wird, etwas Fatales passieren kann, in die eine oder andere Richtung, mit dem Ergebnis, dass am Ende des Tages aufgrund vermeintlicher Zinsanpassungen daran hängt alles am Aktienmarkt. Und auch dazu haben wir unsere Thesen, denn Kapital muss, um langfristig arbeiten zu können, ein Stück weit produktiv sein. Und je günstiger das Kapital ist, desto produktiver kann es sein, mhm, wenn es vernünftig eingesetzt wird. Wenn aber das Kapital teurer wird und viel unproduktives Kapital sonst noch rumfliegt, dann kann es zu Verwerfungen führen. Mhm. Und das sind alles so Punkte, die wir gemeinsam ansprechen und ins Detail gehen, aber auch Lösungen anzeigen. Genau. Ja, weil wir wollen ja nicht Probleme nur, Problemherde schmieren, das bringt niemanden weiter, sondern wir wollen Lösungen aufzeigen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Jahresausblick natürlich machen. Ja. Vielen Dank, Stefan. Also erstmal vielen Dank für die Aufbereitung und vorneweg natürlich dann auch schon mal für die Arbeit, die dann am 30. geleistet wird. Das wird ein Mega-Event. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn ich da einfach nur auch an ein paar Feedback-Stimmen denke von den Einzelnen, die wir da bekommen haben, hinsichtlich auch, wie entwickeln sich Kryptowährungen, was passiert mit den Zinsen, wie steht es dann im Einklang mit der Inflation und wie kannst du davon profitieren? Darum geht es ja letztendlich. Und es ist jetzt egal, ob du noch an der Seitenlinie stehst, bereits im Markt investiert bist, ob du jetzt vielleicht auch eine Erbschaft gewonnen hast. Gewonnen ist ein blödes Wort dazu, aber du weißt, was ich meine.
all das, wenn das dich gerade umtreibt, dann schau dir das bitte an. Melde dich dazu zeitnah an. Dieses Video geht an unsere Kunden und an alle Interessenten. Und wir müssen da dem Windhundverfahren nachgehen. Der Raum lässt technisch da keine Hunderttausende von Menschen zu. Ich übertreibe natürlich, aber der ist einfach begrenzt. In diesem Sinne, Stefan, bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir für deine Zeit. Wünsche dir eine gute Zeit bis dahin und wir sehen uns ja dann eh gleich nochmal. Ne? Super, alles klar. Danke und ich freue mich auf euch alle. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.